Ich hätte erwartet, dass ich eine höhere Zeit brauche. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Rebellen. Ja, das ist ganz gut, was die das hin und her zeigen. Ach, den U-Wing haben wir ja noch. Ardo hat mich gefragt, ob ich einen Weg durch das Titanminenfeld finden kann. Aber egal, für welchen Weg wir uns entscheiden, wir würden die Flotte garantiert verlieren. Also hat sich der Commander für Ardos zweite Wahl entschieden. Wir fliegen in den Ringali-Nebel, wo es keine Langstreckenkommunikation gibt und die Sensoren nutzlos sind. Es ist riskant, aber besser als die garantierte Vernichtung. Ja. Als uns die Raketen bei der Werft getroffen haben, war ich mir sicher, dass das das Ende der Temperance ist. Wir hatten volle Schilde und sie haben uns trotzdem fast in Stücke gerissen. Aber Tyrissa und die Titanstaffel verfolgten uns, statt Nadiri komplett auszulöschen. Das ist alles, was zählt. Unsere nächsten Schritte sind unklar, wie in einem Nebel. Gehen wir zum Besprechungsraum. Okay. Der war hier, glaube ich. Ja, da. Er ist da. Verdammt, sie ist schon da. Lasst es mich offen sagen, Vanguard-Staffel. Wir stecken in Schwierigkeiten. Die Overseer folgt uns. Imperiale Verstärkung will uns den Weg abschneiden. Wir können uns unmöglich gegen sie Wir müssen ein Notsignal an unsere Verbündeten der Neuen Republik senden und hoffen, dass sie uns helfen können. Allerdings sind wir verwundet und in der Unterzahl. Außerdem stört der Ringali-Nebel bereits jetzt unsere Langstreckenkommunikation. General Syndulla hat eine alte Sendezentrale ausfindig gemacht, die einst um einen nahen Mond namens Galitan kreiste. Wenn wir die Sendezentrale von Galitan reparieren, können wir damit ein Notsignal an Streitkräfte außerhalb des Nebels senden. Chefmechanikerin Zerelda Sage wird dazu ein Reparaturteam anführen. Außerdem wird sie Satelliten in der Nähe orten, um unser Notsignal zu verstärken. Je mehr aktive Satelliten wir haben, desto stärker wird unser Signal sein. Aber das weiß Tyrissa sicherlich auch. Einige Satelliten können wir verlieren, aber je mehr wir am Laufen haben, desto schneller können wir in Chandrilla Hilfe anfordern. Die imperialen Jäger dürfen auf keinen Fall die Sendezentrale zerstören. Ohne die überleben wir nicht. Beschützt Zerelda und die Satelliten. Ich fordere Hilfe an, sobald das Signal stark genug ist. Danach können wir nur noch warten und hoffen. Als ich das Imperium verlassen habe, wollte ich ihre Moralvorstellungen hinter mir lassen. Hast du da auch? Der Kern der imperialen Doktrin ist die Überzeugung, dass das, was man tut, richtig ist. Zweifel sind gleichbedeutend mit Ungehorsam. Jetzt weiß ich, dass man Entscheidungen mit reinem Herzen abwägen und sich fragen muss, was man noch tun kann, tun sollte. Für die, die anführen, sind Zweifel nötig. Projekt Starhawk ist die Hoffnung einer gesamten Galaxis. Das ist wichtiger als wir alle. Ich weiß, dass ihr lieber den Starhawk verteidigen würdet, aber am ehesten überlebt das Projekt, wenn wir die Sendezentrale reaktivieren. Viel Glück. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet. Wir werden Erfolg haben. Die Vanguard-Staffel hat zuvor bereits bewiesen, dass sie gefährliche Missionen mit Bravour meistern kann. Ein tödlicher Nebel auf der einen, ein auseinanderbrechender Mond auf der anderen Seite. Wir können uns keine Fehltritte erlauben. Wenn der Plan nicht funktioniert, fällt uns sicherlich etwas Drastischeres ein. Du kennst mich, Ardo. Irgendeinen Weg gibt es immer. Keine Sorge, General. Dessen bin ich mir bewusst. Ich wollte nur zur Sprache bringen, dass meine Crew den Druck spürt. Ist notiert. Aber ich vertraue meinen Leuten. Also auch dir. Und ich weiß, dass ihr es schafft. Tut mir leid. Jetzt nicht. Also, ja, das ist ab. Führ erstmal dein Gespräch zu Ende und sag mir dann, dass es gerade unpassend ist. Weißt du, nach Endor war ich mir nicht sicher, ob ich zur Neuen Republik gehören möchte. Ich habe gut gekämpft und konnte so mein Kopfgeld loswerden. Es gab keinen Grund, ein Legaler zu werden. Eigentlich wollte ich nur meine Kohle und mein altes Leben weiterführen. Grace war es, die meine Meinung geändert hat. An dem Tag, an dem ich gehen wollte, hat sie mir etwas gesagt, das ich nie vergessen werde. Sie sagte, ich werde dich vermissen, Frisk. Zu Hause auf Dosh habe ich mich nie gut mit meinem Clan verstanden. Du bist zu laut, Faresk. Warum gehst du nicht gerne jagen, Faresk?
Sektor. Sobald ich fliegen konnte, habe ich mich vom Acker gemacht. Bin meinen eigenen Weg gegangen, bis ich auf Vanguard traf. Das Einzige, was mehr Spaß macht, als das Imperium zu ärgern, ist das Fliegen mit meinen Vanguards. Ich hätte aber nie gedacht, dass es ihnen genauso geht. Worauf ich hinaus will, ist, egal ob es um Leben und Tod geht oder wir nur einem Trandoshaner das Gefühl geben, zu Hause zu sein, Vanguard packt das. Ja, die Lage sieht nicht gut aus. Aber wenn Vanguard gemeinsam fliegt, gibt es nichts, was wir nicht schaffen. Vor allem, wenn du dabei bist. Und wenn wir scheitern, dann scheitern wir wenigstens gemeinsam. Der hat keine Ahnung von meinen Fähigkeiten. Niemand wird es je erfahren, weil wir alle tot sein werden. Ist auch irgendwie ein Sieg, wenn du mich fragst. Ja, morgen. Ich bin soweit, wenn du es bist. Also nie. Hör mal, ich weiß, dass es scheint, als wäre alles verloren. Aber wir haben dem Tod schon unzählige Male ins Auge geblickt. So. In einem Nebel gestrandet zu sein, ist doch nichts. Wir haben den Savianischen Abyss überlebt. Eine imperiale Flotte ist hinter uns her. Na und? Wenn sie uns aufhalten könnten, hätten sie es bereits getan. Wir sind im Krieg. Kein Problem, dem wir begegnen, ist leicht zu lösen. Deswegen hat die Neue Republik uns mit dieser Mission betraut. Die Vanguard-Staffel. Egal, wie schwierig es auch wird, wie aussichtslos es scheint oder wie erschöpft wir sind. Vanguards geben niemals auf. Und jetzt zeigen wir es ihnen. Noch ein Schluck aus einem nicht näher benannten Energy-Drink genommen. Ich will ja auch wach bleiben und spielen. Ufbügler sorgen für ihre Staffel. Sie sind hilfreiche Jäger mit Fokus auf der Deaktivierung feindlicher Jäger und dem Unterstützen der Staffel. Alles klar. Ionenkanonen, Zielerfassungskanone, automatische Zielerfassung, aber wenig Schaden. Und Standard-Laser-Kanonen, alles klar. Taktische Schilde und Geschützminen. Geschützminen. Da dann bestimmt bestehen, solange es nicht zerstört wird oder du stirbst. Springschöpfe, Standardrumpf. Mehr Schilde, weniger Gesundheit. Mehr Gesundheit, weniger Beschleunigung und Wendigkeit. Mehr Beschleunigung und Wendigkeit und dafür weniger Gesundheit. Wie wendig ist das Ding? Na, es ist nicht schnell, es ist okay wendig. Feindliche Zielerfassungsdauer, dafür Schildregenerationsverzögerung ist doof. Maximal Schilde, dafür Laseraufladerate. Wenn die Ionen drin haben, macht das sehr viel Sinn. Maximal Schilde plus 20, Schildregeneration minus. Standardtriebwerke, Wendigkeit, dafür weniger Beschleunigung, Max Gesundheit. Passive Aufladerate für den Schub, Beschleunigung. Mehr Beschleunigung, dafür weniger Wendigkeit. Das ist in dem Fall aber doof. Komm, nehmen wir den Standard. Nehmen wir ihn, so wie er ist. Hab's vergessen, dass ich da alles dabei habe. Das ist unsere Sendezentrale. Beginne mit dem Unlock-Prozess. Das alte Wrack ist im Handumdrehen wieder flott. Erledigen wir das, bevor das Imperium bemerkt, dass wir hier sind. Wir haben natürlich zwei Unterstützer schon raus, sehr schön. Du bist nicht nervös? Ich habe so oft miterlebt, wie die Vanguard-Staffel zu Missionen aufgebrochen ist. Warum soll ich mir Sorgen machen? Das ist... Was ist das?
Irgendwas anderes. Ah, und da kommen die Gegner. Sonst würden wir jetzt nicht in Kampfformation gehen. Geschützminen. Du kannst in der Nähe eines Ziels als Verteidigung willst Geschützminen einsetzen. Feuern automatisch Laser ab. Ja, ist okay. Jetzt müssen wir rausfinden, wo ist jetzt das Ziel, das ich verteidigen will. Da ist eins. Ach, lädt auf. Wenn man beschossen wird, kommt man ja zu nichts. Neuer Schild für dich. So. Dann nehmen wir nochmal eine weitere Geschützmine ein. Alles wieder im Lot. Hier bin ich. Ist das langsam brenzlig für mich? Tut mir leid, Narada. Wir halten sie dir vom Leib. Narada braucht einen Schild. Du bist wieder sicher. Flieg weiter. Nur noch ein bisschen. So, komm. Komm, da. Habe deine Schilde verstärkt. Ob du bist ein Y-Flieger, du gehst nicht zu der anderen Seite. Das Imperium macht mir ordentlich zu schaffen. Ja, ich weiß, aber ich muss erstmal rausfinden, wo es ist. U-Flieger sind nämlich tolle Unterstützungsschiffe, die. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Unterstützungsschiffe super fliegen kann. Es existiert noch einer. Weitere Teile sind im Anflug.
ich hätte gerne nochmal so eine Mine ablegen. Komm, 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 komm. Lad nach, lad nach. Gerade rechtzeitig. Hilfe, Satellit. Oh, 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 der ist vielleicht ein bisschen. Jag dieses Ziel hoch. Ich habe zusätzliche Schilde für dich. Satellit wird angegriffen. Ja, das passiert die ganze Zeit. Um wen kümmere ich mich? Ja, bitte. Ich habe nämlich nur blöde Ionen-Kanonen. Für mehr hat es bei mir nicht gereicht. Der Feind hat mich erfasst. Das ist jetzt eine andere Sache. Zwei Satelliten. Na toll. Abwehrposition. Satellit unter Beschuss. Der Feind verfolgt dich. Ich habe deinen Schild verstärkt. So, da drüben irgendwo ist dieser blöde Bomber, den ich. Gut, da kommt der nächste. 50% haben wir schon. Ja, komm, 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 komm. Wo bist du? Du bist doch 750 Meter entfernt. Manchmal wünschte ich, ich hätte ein paar Laser. Satellit 3, wo bist du? Das ist unser letzter Satellit, Vanguard. Wir werden ihn mit unserem Leben beschützen. Gut, wenn das nicht klappt, sind wir alle hin. Deine Schilde sind aktiv. Bin noch dabei. Der Feind greift mich an. Sie. Ein imperiales Störschiff ist gerade eingetroffen. Oh ja, yeah. Super. Wir sind dran.
weißt du doch, warum ich dich mag. Dunk. Das war jetzt nicht so geplant. Autsch. Alles wieder im Lot. Ich hab Millionen Dinger. Aber Minensatelliten, Geschützminen regeln schon. Komm. Muss. Das Signal ist wieder bei voller Stärke. Bereit, wenn du es bist, Commander James. Ja, mach halt. Achtung, hier spricht Commander James. Wir befinden uns im Ringali-Nebel und bitten dringend um Hilfe. Danke, Zerelda. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Allerdings. Das war mal der spannendste Notruf aller Welt. Okay, die Temperance ist auf dem Weg zur anderen Seite des Mondes. Wir treffen uns dort. Wo ist der Starhawk? War schwerer beschädigt als gedacht. General Syndulla hat das Personal auf die Temperance evakuiert. Das ist eher schlecht. Aber ist es mir gar nicht aufgefallen, dass der Starhawk währenddessen kaputt gegangen ist. Aber nicht zurücklassen. Den Prototypen können wir verlieren, aber nicht die. Die an ihm gearbeitet haben. Helfen Sie bei der Flucht. Wie, Boss? Der Überantrieb der Temperance ist im Eimer. Sie arbeiten daran. Keine Sorge. Die Zeit wird ausreichen. Ach, du darfst jetzt mal selber wieder fliegen. Projekt Starhawk. Und der neuen Republik liegt in ihren Händen. Bei allem Respekt, Sir, Sie werden da draußen keine Sekunde lang durchhalten. Das stimmt, aber dank Ihnen konnte ich zum Glück Hilfe anfordern. Commander James, hier spricht die Abbotsstaffel. Wir haben Sie empfangen und sind hier, um zu helfen. Viel Glück, Vanguard. Darf ich für dieses andere Schiff dafür haben? Mit euch sein. Das andere Schiff wäre super. Bitte. Naja, weniger als 16 Minuten, aber dafür die Kommunikationssatelliten zerstört und den Zerstörer in weniger als einer Minute. Nein, ich bin leider zu spät auf die Idee gekommen.